Für die Southside-Kampagne sind wir mit dem Forschungsflugzeug HALO hier in Argentinien auf Feuerland in Rio Grande und untersuchen Prozesse in der oberen Troposphäre und unteren Stratosphäre. Das sind zum einen chemische und Transportprozesse, aber auch dynamische Sachen wie Schwerewellen. Im September, in der ersten Phase, die wir hier waren, standen vor allen Dingen Schwerewellen im Fokus. Das sind atmosphärische Wellen, die angeregt werden durch die starken Westwinde, die hier auf das Andengebirge treffen und sehr starke Wellen in der Atmosphäre auslenken. Das ist hier in dieser Region weltweit ein Hotspot für diese Art von Wellen. Und diese Prozesse sind in Klimamodellen noch nicht sehr gut repräsentiert. In dieser Phase, im November jetzt, möchten wir zum Beispiel Luftmassen, die aus dem antarktischen Ozonloch absinken, in mittlere Breiten transportiert werden, verfolgen und die dazugehörigen Transport- und chemischen Prozesse besser verstehen. Biomassenverbrennung, das ist ja vor kurzem auch gerade stark in den Medien gewesen, zum Beispiel in der Amazonasregion, aber auch in Afrika und aktuell gerade in Australien, hat lokal natürlich große Auswirkungen für die Luftqualität in diesen Regionen. Das ist etwas, was wir uns hier aber nicht primär anschauen, sondern wir schauen uns an, wie diese Luftmassen, diese Verschmutzungsgase, nenne ich es mal, in die obere Troposphäre, also in Höhen von vielleicht 10 bis 15 Kilometern, die wir mit HALO gut erreichen können, transportiert werden. Dort bilden viele von diesen Substanzen Ozon, troposphärisches Ozon, was als Treibhausgas wirkt. Und das heißt, wir untersuchen eher hier die großskaligen Auswirkungen der Biomassenverbrennung und insbesondere ihre Klimarelevanz, weniger den lokalen Einfluss auf die Luftqualität. Neben Treibhausgasen, langlebigen Treibhausgasen wie CO2 und Methan, gibt es auch kurzlebige Treibhausgase. Ozon zum Beispiel in der Troposphäre ist ein sehr effizientes Treibhausgas. Auch Wasserdampf ist ein Treibhausgas. Das möchten wir besser verstehen, wie Prozesse wie zum Beispiel das Verbrennen von Biomasse in Waldbränden oder aber die Ozonzerstörung im Ozonloch, wie die das Ozonbudget, die Verteilung von Ozon in der oberen Troposphäre und unteren Stratosphäre beeinflusst. Wir haben viel schon dazu in der Nordhemisphäre gemacht, in früheren Kampagnen, aber es gibt relativ wenig Daten hier in der Südhemisphäre und einige Sachen sind besonders hier. Wir wissen zum Beispiel aus Satellitenmessungen, dass Biomassenverbrennung zum Beispiel aus der Amazonasregion, aber auch aus Afrika zu hohen Konzentrationen dieser Substanzen über dem Südatlantik führt. Das ist aber noch nicht so im Detail vermessen worden, wie wir es jetzt machen. Wir wissen, dass das Ozonloch nicht nur zu einer Zunahme von UV-Strahlung am Boden führt, sondern auch das regionale Klima auf der Südhemisphäre beeinflusst. Das sind Dinge, die wir hier uns im Detail anschauen. Letztendlich ist das Ziel, dass wir Prozesse, die aktuell noch nicht gut in Klimamodellen reproduziert sind oder wo es unklar ist, wie gut Modelle diese Prozesse reproduzieren, dass wir durch unsere Untersuchungen in der Atmosphäre, indem wir mit dem Flugzeug direkt hinfliegen, das anschauen, messen, mittelfristig diese Prozesse und die Repräsentation dieser Prozesse in den Modellen verbessern helfen. Wir hatten eine ähnliche Zielsetzung oder teilweise eine ähnliche Zielsetzung schon mit der Polstra-Kampagne in der Arktis im Winter 2015-16 behandelt. Einiges von dem nehmen wir jetzt hier wieder auf, allerdings auf der Südhemisphäre. Und ich hatte vorhin auch kurz erwähnt, einige der Prozesse sind unterschiedlich in der Südhemisphäre. Das antarktische Ozonloch ist deutlich stärker ausgeprägt als das, was wir in der Arktis sehen. Dazu kommen noch einige andere Dinge, sodass es sehr interessant ist, das im Kontext zu sehen, wie laufen Sachen auf der Südhemisphäre ab im Vergleich zu dem, was wir auf der Nordhemisphäre in früheren Kampagnen beprobt haben. Wir haben HALO speziell ausgerüstet für diese Kampagne mit einer
Payload, sagen wir, also mit einer Zusammenstellung von Instrumenten, die auf der einen Seite Fernerkundungsinstrumente beinhaltet. Wir haben ein sogenanntes LIDAR-Gerät, das ist ein, wie ein Radar, aber mit Laserlicht, was nach oben schaut und schwere Wellen, insbesondere schwere Wellen, Temperatur bis in 80, fast 100 Kilometern Höhe beproben kann, also deutlich oberhalb der Flughöhe des Flugzeugs. Wir haben das vom KIT und Jülich gemeinsam entwickelte und betriebene abbildende Infrarotspektrometer Gloria, mit dem wir Spurengasverteilung und Temperatur auch unterhalb des Flugzeugs messen können. Von der Universität Heidelberg haben wir auch ein sogenanntes DOAS-Gerät, was im sichtbaren Spektralbereich so eine Fernerkundung, nennen wir das, Fernerkundungsinstrument ist für verschiedene Spurengase. Und dann haben wir eine große Anzahl von, wir nennen es In-Situ-Geräten, die also die Luft direkt ins Flugzeug einsaugen und dort analysieren für eine Vielzahl verschiedener Spurenstoffe.